Steinchen. So, jetzt schauen wir uns mal die Spindel vom Swordman an. Und das Problem beim Elektra, gerade beim Elektra, beim Edwin war es auch schon ein Problem, ist, dass man ja nun den mehr nach hinten kippen muss. Und der steht nicht von alleine. Und da habe ich einen mega Tipp von einem von euch bekommen. Und zwar, ich habe mir zwei Sandsäcke geholt für Kamerastative. Ihr Freaks. Sandsäcke, die sehen aus wie so eine Satteltasche. Da ist Sand drin, kosten Appel und ein Ei. Und diesen Sandsack, den packe ich einfach da hinten drauf. Und jetzt steht der Meer tatsächlich schon fast mit dem einen Sandsack. Das ist schon mal ziemlich cool. Kann ich euch mal in die Beschreibung reinstellen. Gibt es noch einen zweiten. Wenn ich den jetzt hier vorne noch drauf packe, zusätzlich, dann kann ich ihn mir einfach runterkippen und er bleibt stehen. Also vielen Dank nochmal für diesen super coolen Tipp. Jetzt kommen wir an die Spindel ran. Und jetzt checken wir erstmal die Schnittqualität der Spindel. Ihr kennt das schon, ihr könnt das abschalten. Machen wir ganz schnell. Und vorher muss natürlich der Meher wieder gesichert sein. Das heißt Knopf drücken. Checken, ob er anspringt. Er ist tot. Gut. Also ist tot. Und jetzt können wir die Spindel checken. Wann lerne ich es endlich, mit Handschuhen diese Spindel anzufassen? So. Idealerweise jedes Messer prüfen. Ihr hört schon, wie sie ein bisschen quietscht. Zack, zack, zack. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist gut. So, andere Seite. 1, 2, zurück. 3, oh hier, guck mal. Darf ein bisschen. 3, ups. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schneidet. Und sie quietscht ein bisschen. Das stört mich. Wenn man hier genau hinguckt, dann sieht man hier vorne drauf, auf dem Untermesser, hier zum Beispiel, sieht man immer so kleine Macken. Und das sind die Macken der Steine, die dazwischen gekommen sind. Hier da auch. Ja, und jetzt, wenn man sie jetzt laufen lasse, hat sie so einen Schnarren. Und das finde ich furchtbar. Was kann man tun? Swordman sagt, Untermesser wechseln. Dann ist das Schnarren weg. Das sind hier Tox. Das ist auch nicht so schwierig. Ich habe mir schon ein neues Untermesser besorgt. Also neues Untermesser drauf, weil dieses Untermesser fürs Backlappen nicht geeignet ist. Das ist so eine ganz neue Spindel, ein ganz neuer Mäher mit der 10-Messer-Spindel. Vor gar nicht langer Zeit gekommen. Ich mähe mein Grün auf 7 mm. Da ist dann doch mal ein Steinchen drin, auch gerade durch das Sanden. Und dann macht es Ping. Ja, Steinchen. Und das Messer hat eine Macke. Das Untermesser ist ganz weich. Das Spindelmesser ist sehr hart, sagt Swordman. Und von daher geht die Macke ins Untermesser. Und die Spindel bleibt heil. Ich lasse sie jetzt mal laufen, dann hört ihr mal das Schnarren. Und dann werde ich jetzt mal an dieser Stelle das Untermesser wechseln, neu einstellen und dann schauen, ob dann das Geräusch weg ist. Und das finde ich ein hässliches Geräusch. Spindel schneidet gut, aber sie hat irgendwo eine Macke drin. Ich weiß nicht wo. Das Untermesser zu tauschen, werde ich jetzt die Spindel mal ausbauen. Das hat also keinen Sinn, dass ich das Untermesser jetzt hier an der Maschine tausche. Jetzt baue ich schnell die Spindel aus. Das ist ganz einfach.
Das geht wirklich gut, finde ich. Man muss zuerst Folgendes machen. Man muss erstmal den Mäher in die höchste Mähposition drehen. Also ganz hoch. Ansonsten kann man die Spindel nicht rausziehen. Zur Sicherheit vielleicht nochmal die andere Schraube wieder anziehen. Um die Spindel auszubauen, muss man erst hier den Zahnriemen von diesem Spanner lösen. Dann einfach runternehmen, nach hinten weglegen. Da kann er liegen bleiben. Und dann hat man hier zwei kleine Imbusschrauben. Die löst man und schraubt sie kurz raus. Die kann man auch von Hand schrauben. Zack, 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 zack. Eine und die andere Seite. So, jetzt fällt sie so ein bisschen runter. Und jetzt zieht man die Spindel einfach ganz vorsichtig nach vorne raus. Und das war's. Zack. Jetzt kann man eben hier schön die Spindel auf die andere Seite kippen und kommt hier super ans Untermesser ran. Sehr schön. Jetzt braucht man natürlich hier einen Tox, einen richtigen. Was ist der richtige Tox? Aha, der ist gut. Was ist denn das? T20. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. So, jetzt schrauben wir. Oh, das ist einfach. Oh, das ist ja sehr einfach. Aber die sind aber. Jetzt machen wir natürlich Folgendes, weil wir faul sind. Also holen wir den Akkuschrauber. Fällt das nicht genau durch? Die Schraube fällt, aber nicht das Untermesser. Das fällt nicht von selbst runter. So. Zack. Freaks. Was man jetzt sehr schön sieht, wie viel Dreck hier unter ist. Ne? Hier ist jetzt so ein kleiner Absatz. Das ist das Blech, was den Grasschnitt, das ist hier das Blech, was den Grasschnitt durchwirbeln lässt. Und das ist hier der Träger für das Untermesser. Und da hat sich natürlich richtig schön der Dreck jetzt zwischengesetzt. Das finde ich natürlich gruselig. Also machen wir das erstmal sauber. Was man jetzt auch sieht, ist hier doch leichte Korrosionserscheinungen, was ich auch nicht so witzig finde. Deswegen nehmen wir ein bisschen Öl und ziehen da mal ein bisschen Öl rüber. Oh, das finde ich aber auch nicht so gut. Also wie schnell sich da jetzt Rost unterhalb des Messers gebildet hat. Immer, ja nicht immer. Ich nehme ein ganz bisschen Schleifpapier und schleife ganz vorsichtig diese Fläche über. Ganz leicht und ganz fein Schleifpapier. Jetzt habe ich hier 240er Schleifpapier. Damit schleife ich so ganz vorsichtig einmal diese Fläche über, um den Rost ein bisschen zu eliminieren. Und wirklich nur ganz vorsichtig. So, schön mit dem Handschuh abwischen. Naja, okay, war so ein bisschen was. Die sollte natürlich möglichst plan sein, die Auflagefläche. Nochmal Öl rüber. So, und jetzt holen wir das neue Untermesser. Ja, das ist hier das neue Untermesser von Swordman geschickt. Ich empfehle euch, wenn ihr ein Swordman kauft, am besten gleich ein Untermesser mitzubestellen. Dann habt ihr keine Panik, wenn ihr mal einen Schaden habt. Dann könnt ihr gleich
handeln und müsste mich erstmal, was weiß ich, ein, zwei Wochen warten, bis das Untermesser da ist. Da ist es. Ah, inklusive neuer Schrauben. Okay. Und ideal hätte ich jetzt noch eine Bedienungsanleitung gefunden, wie man das Untermesser wechselt. Jetzt schrauben wir, natürlich nochmal mit einem sauberen Tuch alles abwischen. Da darf auf keinen Fall jetzt Dreck zwischenkommen, sondern verformt sich das Untermesser. Auf gar keinen Fall. So. Also Dreck vermeiden. Drauflegen und von der Mitte ansetzen. Fummelig. So, eins, zwei. Jetzt geht's schon schneller. Die sind jetzt tiefer gesenkt. Wahnsinn. Wir setzen erstmal alle Schrauben leicht an. Nur leicht rein. Gar nicht festschrauben, nur ganz leicht ansetzen. Weil wir müssen diese Schrauben unbedingt von innen nach außen gleichmäßig verschrauben. Sonst verspannt sich das Untermesser. So macht man es zumindest bei den Profispindelnähern. Also von innen, von der Mitte aus, nach außen schrauben. Und dadurch bettet sich das Messer von innen nach außen auf dem Untermesser. Deswegen würde ich es doch sehr begrüßen, dass da eine Reparaturanleitung dabei liegt. Liebe Firma Swordman. Sehr begrüßen. So, das ist die, Sie haben keine Mitte, sondern wir haben hier Vorschrauben. Ja. So, jetzt natürlich die nächste Frage, Drehmoment. Tja, Drehmoment. Das ist Mist. Sowas finde ich nicht gut. Da muss man das Drehmoment wissen. Wir müssen die Schrauben noch mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Zumindest alle mit der gleichen Kraft anziehen. Auch damit wir ein gutes Betten des Untermessers haben. Ah ja. Gut, ich hole jetzt meinen Drehmomentschlüssel. Wir machen mal 10 Newton. Das sollte reichen. 10 Newtonmeter. Das sollte reichen. Gucken, wie sich das anfühlt. Ja, das ist schon mehr als genug. Uah, ist hier schon verknabbelt. Hui, sind die weich. Hui, sind die weich. Das war schon mal nicht gut. Kacke. 10 war schon zu viel. Dann gehen wir auf 8. Dann gehen wir auf 8. Junge, Junge. Die sind sehr weich. Ja, 8 ist schon die Grenze. Die muss wieder raus hier. Siehst du, und jetzt bewährt sich natürlich das Swordman. Schrauben dazu gepackt hat. Ui, sind die weich. Ja, Edelstahl. Edelstahlschrauben sind immer sehr weich. Ich hoffe, der Fokus ist immer scharf, liebe Rasenfreaks. Ist gut. So, eins, zwei. Jetzt immer hin und her. Oh. Nee. Das ist mir auch noch zu viel. Jetzt gehe ich auf 7. Junge, Junge, Junge. Sind die weich. Ja. Die hätte ich jetzt auch schon mal verknabbelt hier.
Also 7. Drehmoment 7. Hier ist ja Jugend geforscht hier. Ja. Das ist doch nicht wahr. Das gefällt mir nicht. Ich hätte jetzt wahrscheinlich Folgendes machen sollen. Mir fällt jetzt noch eine Sache auf. Na geht. Ich hätte jetzt die Spindel erst zurückschrauben müssen, damit, weil ja das Messer jetzt nicht verschlissen ist. Und dann wieder neu anschrauben. So, oh Mann. Ja, hätte ich machen müssen. Das muss man auch in einem durcharbeiten, sonst vergisst man, welche Schraube man angeschraubt hat, welche nicht. Also 7 Newtonmeter aus meiner Sicht die Grenze für diese Schrauben. Ja. Na gut. Man sieht doch so schön, wie das Messer sich hier echt an das Untermesser anschmiegt. Oh, die habe ich vergessen. Verdammte Kiste. Habe ich doch eine übersehen. Eieieiei. Nicht gut. So, okay. Da bin ich mal gespannt, ob er jetzt besser schneidet. Wieder einbauen. Jetzt muss man ein bisschen auf den Keilriemen hier achten. Der muss nämlich so nach unten gebogen sein oder hier schon mal rübergehängt werden. So. Da muss man jetzt auch gucken, dass man hinten diese Führung findet und da nicht unten drunter ist. So. Da ist hinten, sind so, hinten so zwei Führungsbleche und die muss man treffen. Und die Spindel immer im eingebauten Zustand einstellen. Wenn sie also hängt, wenn sie verschraubt ist, nicht vorher jetzt auf dem Tisch, sondern im eingebauten Zustand. So, okay. Also wieder kippen. Ach, was ist das schön, dass wir diese Gewichte haben. Jetzt kann ich nur Folgendes empfehlen, erstmal die Spindel zurückzustellen, weil jetzt hat sie zu viel Vorspannung. Also zurückstellen gegen den Uhrzeigersinn. 1, möglichst gleichmäßig. 1, 1, bis sie ganz frei läuft. Das tut sie jetzt schon. Hier jetzt ein bisschen bei dem Keilriemen aufpassen, dass der nicht klemmt. Jetzt läuft sie ganz frei und jetzt spannen wir sie langsam vor. Nee. Wie war das, Andreas? Ich werde es nicht mehr lernen. Ich werde es nicht mehr lernen. Gut. Nee, schneidet nicht. Schneidet nicht. Aha, schneidet 1, 2, schneidet nicht. Doch, schneidet 3, 4, nee, schneidet nicht. Guck mal, da sieht man schon. Doch, schneidet 4, 5, 6. Das reicht schon. So, andere Seite. Schneidet nicht. Schneidet nicht. Schneidet nicht.
Vielleicht nicht. Jetzt schneidet sie. Schneidet. So, Mitte prüfen. Ja. Kann man ein bisschen nachstellen. Ganz am Ende schneidet sie nicht. Ein bisschen nachstellen. Ja, jetzt. Und man braucht viel Papier. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt, wie sie sich anhört. Ich bin echt gespannt. So, alles überprüfen, klingt gut. So, Sicherheitsstecker. Das klingt tatsächlich nicht schlecht. Also das Schnarren ist weg. Ja, da muss ich nochmal. Ich war noch nicht fertig. Da fehlt er noch. Oh, das ist, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, und jetzt Roundup. Schön, jetzt das Finish. Und kein Stein drin. Hauptsache hier ist kein Stein drin. Ihr müsst mal gucken, Con. Es ist wirklich. Es ist der helle Wahnsinn. Man braucht immer einen Vergleich, also irgendwas hier, ein Loch, was ich übrigens mal schneiden muss. Es ist schon der helle Wahnsinn. Es ist so dicht. Ja, aber es ist noch, hat noch nicht diesen Grüncharakter. Ich weiß es nicht. Es kann auch dichter werden. Den Rand muss ich jetzt noch schneiden hier. Aber sonst. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen öfters rüber. Ich gehe noch mal rüber. Noch mal gegenmähen. Ich mähe noch mal gegen. Aber ist schon cool, ey. Und das ohne jetzt irgendwelche besonderen Maßnahmen. Einfach nur oft mähen. Richtig düngen und gezielt wässern. Yeah!